Hallo, meine Lieben. Willkommen zu diesem kleinen Video. Und zwar möchte ich mit euch über ein paar Leaks sprechen. Und zwar wurde jetzt geleakt, wenn das Winter-Event startet und welche Skins es geben wird, wo die Skins ja schon bekannt sind. Das sind ja die damals aus dem Pool. Ja. Und ja, hier Leaks, Dead by Daylight, auch heißt da, bei Instagram hat halt hier die Links gepostet. Ich kann euch mal zeigen. Ich mache mal jetzt mal hier unten hin. So. Nicht wundern, ich hab die Hintergrundmusik gerade an von DVD. Ich hab mein Spiel gestartet. Ich hab die Musik. Und ja, hier. Leaks DVD, könnt ihr gerne hingucken. Hat hier das gepostet. Kann ich mal zeigen, und zwar das hier. Seht ihr das? Dann machen wir meine Fresse weg. Da habe ich auch schon kommentiert. Und zwar. Winter-Event startet am 8. Dezember und geht bis zum 4. Januar. Am 8. Dezember startet schon das Winter-Event. Ja, ihr könnt auch Look Below. Winterturm für Full Audit für Dredge und David King. Ja. Der Dredge-Skin kommt. Eddie Coates wieder. Dogel, Toscano-Sweater sind halt diese Pullover, diese Ugly-Sweater-Pullover. Diese Weihnachtspullover. Setzlinger und hat Hanzo's kriegen eine Waffe. Und Dredge und der Ritter kriegen noch ein paar. Also Dredge kriegt einen Körper, was ja sein Kopf ist. Und der Ritter kriegt noch einen Kopf. Also ein Helm. Wo jetzt vermutet wird, dass wahrscheinlich, dass die Frosty Eis sind. Hier, diese, die wir halt immer bekommen haben, diese Original Killers, haben wir ja immer diese Frostaugen bekommen, wo die halt die Augen so leuchten. Aber beim Ritter? Bin ich mal gespannt. Aber ja, der Dredge-Skin. Dann kann ich euch gerne mal ein bisschen was weiter zeigen. Wartet. Hier ist es David King. Das ist wie gesagt aus dem Pol. Und da ist er. Da ist mein kleines schönes Ding. Da ist er. Mein Touch. Ich krieg mein Touch. Ja. Ich krieg mein Schneetruder an. Ja. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon so auf diesen Skin. Und wartet. Was ich auch noch euch zeigen kann. Hier sind alle Skins. Das ist das Banner von jetzt. Das ist halt dieser neue Skin hier vom Ritter, der jetzt dazu kam. Und das sind alle Skins, die jetzt zum Winter-Event mit dazu kommen und halt wie gesagt hier die neuen hier für die neuen Charaktere. Ich glaube, über den Twixer-Skin wird sich eine bestimmte Person freuen. Eine Abonnentin wird sich wahrscheinlich richtig schön über den Twixer-Skin freuen. Aber ich freue mich am meisten über den Jet-Skin. Ich bin so gespannt, wie das Ding von Nano aussehen wird. Ich bin so gespannt in Game. Da werde ich sofort ein Video zu machen. Es gibt ja jetzt ja Custom Bots in Custom Matches. Das heißt, ich kann ja jetzt ja Bots einfügen, wenn ich euch mal einen Skin zeigen will. Kann ich mein Video aufnehmen und dann kann ich euch hier den Skin zeigen vom Gameplay her mit Mori, ohne jetzt extra eine Runde suchen zu müssen. Das ist cool. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, irgendwo war noch ein Bild von Nahen. Ich glaube, da muss ich aber bei Leaks, nee, bei Depedate muss gehen. Ja, wie gesagt, hier Depedate Leaks. Wartet mal, was ich euch auch noch sehen kann. Das hier. Und zwar kommen die Schneemänner zurück und auch Killer können irgendwie einen Schneemänner nutzen. You can use them both as Survivor and Killer. Wie soll das funktionieren als Killer? Wieso sollte der Killer nur einen Schneemann gehen? Hä? Da bin ich mal gespannt. So, wartet.
Irgendwas wollte ich euch noch zeigen. Und zwar gibt es bei Dead by Daylight News. Das ist eigentlich eine Privatsache, also ich weiß ja. Wo sind wir jetzt hin? Ja, die Nummer ist grässlich. Ja, hier steht's nochmal mit dem Winter-Event. Hat er nicht eigentlich noch den Skin da hochgeladen? Hat er doch ein schönes Bild von den Skin, oder? Ah, hier sind sie doch. Wartet. Müsste hier sein. Das ist der Dingskin von hier, David King. Hier ist Fixer. Fixer hat so viele Skins. Und hier ist mein Baby. Freue mich so auf diesen Skin. Oh, das wird cool. Ich bin so gespannt, wie der Endgame aussehen wird, Leute. Das könnt ihr nicht glauben. Mensch. Das könnt ihr mir nicht glauben, wie gespannt ich bin, wie dieser Skin Endgame aussehen wird. Warum geht's schon wieder meine Brille nicht? Ich doch schon. Erst neue Batterien gemacht, bisschen verarschen. Leute, ich bin so gespannt, wie das Skin aussehen wird. Ich mache schon jetzt Thumbnail. Das kommt auf den Thumbnail hier. Und ja, das waren die Leaks zum Winter-Event. Für das Video könnt ihr gleich hochladen. Und könnt ihr gerne sagen, auch was ihr euch freut. Ich hab's auch schon gepostet, seht ihr ja. Ich freue mich so auf diesen Zed-Skin. Ein Abonnent von mir wird sich wahrscheinlich auf den Trixel-Skin freuen. Und ja, bin mal gespannt, wie der Ingame aussehen wird. Oh, obwohl der ein bisschen anders aussieht als auf den Konzept damals, weil hier war eigentlich hier auch überall Schnee. Eigentlich war das hier auch voller Schnee hier so, der Körper. Bin ich mal gespannt. Dieses wieder ist wie bei einem Anniversary-Skin, wo halt ein bisschen der Nebel ein bisschen zu viel war. Man halt die Masken nicht gesehen hat. Keine Ahnung. Und ja. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!